Super, Ante. Kontinuierliche Steigung über ein paar hundert Meter und dann hat man es erst auf Höhe der Volksschule Wölz geschafft. Und dann haben wir ein kleines Gefälle in unserer rechten Topografie. So, Udo Krieg für den Arbeiterkriegsstab der Zinsdorf-Wölzer AG unterwegs. Und er hat jetzt übergeben an Josef Krischke, der hier versucht die Ehre der Arbeitnehmervertretung in der ZPA auch läuferisch aufrecht zu halten. Super, Jürgen! Bravo, Jürgen! So, Jürgen Haus natürlich für sein eigenes Team auch gut unterwegs. Die Werkskapelle mixt hat jetzt die Carina Edler im Rennen gehabt und die Kerstin hat sich bereits jetzt übernommen. Michaela Bilweis für Fantastic Four macht hier ganz eine besonders gute Figur heute unter unserem Startzielbogen. Wie gesagt, 38 Hocker, 38 Rennfahrer und 35 Mannschaften jetzt im Hauptbewerb unseres 2-Stunden-Mitgliedslaufes. On Tour im Kreisverkehr, 900 Meter, Doktorsatzzentrum von Wölz. Einer, der sich jetzt heute ganz gemütlich anschauen kann, ist unser Fritz Dosser, den wir herzlich in Wölz begrüßen. Ausdauer und Triathlon-Legende. Bravo! So, Elisabeth Wolfhund für die Mannschaft Starkraft 1. Ein internationales Team, das heute hier. Uwe, gib Gas, Uwe! Ein internationales Produkt, das hier von Wölz aus in Zukunft Vorrunde machen soll. Uwe Zitzenbacher, für das SPR-Team in Wölz mit dir unterwegs. Unser Uwe, nicht nur organisatorisch gut, sondern auch läuferisch, war heuer schon mit vielen Teamkollegen in Rom beim Marathon im Einsatz. Schwieriges Feld gewesen, aber bravo Wölz gemeistert. Besonders freut uns auch, dass wir die Lehrlinge, den Nachwuchs aus der ZPA hier haben. Thomas der Ferner hat übergeben an Andreas Hübler für das Team der ZPA. Ja, Marco! Ja, das nächste Mal, wenn ich mit der Jacke mitgehe. Ja, die Hose überfliegt. Bravo, Dagmar. Super. 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 Marco, Marco. Super. 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 Herr Künstler, was sagen Sie zum jetzigen Rennverlauf? Super, ciao. Super. Stark, Jungs.
I'm the club crasher, master blaster, party starter, ain't nobody faster. See, ain't nobody fresher when I do my shit. Party people, y'all call me Prit. I'm the love doctor, club rocker, hot spotter, hot spot popper, rock and roller while I'm your man. Party light, well, yes we can. This love is like a hot spot. Come on, DJ, drop that. We party all in the air. Everybody taking shots till the party don't stop. Did you hear me? Did you hear what I say? We only got one night, let's do it this way. 3 a.m. and the people going crazy. Got my swagger back, now I'm feeling kinda dizzy. Let me know if you're here. Put your motherfucking drinks in the air. Super, René. Darf ich mit ein bisschen? Ist das die Freundin? Nein. Hier, nicht.
Super, Manfred! Genauso wie dieser Feuer, das ist für die größere Gruppe der Girls. Feuer, eine ganz starke Starterin. Bei ihrem Comeback im Sportzirkus nach der Bildung. Hans Hindisch, stolzer Naturfreunde-Funktionär, ein Mann, wie ein Fels, hier seine Runde abspielt. Eine nach der anderen, 23 Katastrophen. Und der Werner Wiesbacher. Top unterwegs, genauso wie wir sie sehen. 23 Runden für den Werner. Da wird er zufrieden sein. Am Ende des Tages. Sie sind bis bei 15. Da kommen noch natürlich ein paar dazu. Viele Minuten sind sie hier. 9 Minuten noch, liebe Freunde. Und dann ist der vierte Dölzer für die Fixlauf in der Geschichte. Vor allem bitte an alle, die nicht dazu zukommen bei den Tafeln. Die Zeitnehmungschips sind bitte im Bereich der Navigation bei der Naturfreunde Dölz im Blauen Kümmer zu versenken. Bitte nicht mit nach Hause nehmen, einfach abgeben. Und dann rauf zum Kultursaal. Warme Dusche, trockenes Gewand und dann freuen wir uns alle gemeinsam auf einen super Sieger. Thank you.
so unglaubliche Performance. Und auch wieder denke, Richter, ich spreche hier 5 Minuten vor Ende des Rennens immer noch mit der gleichen Dynamik über die Ziellinie, wie sie es zu getan hat. Für ihr Team, den Running Gag von heutigen Fettigistas. Stefan Steinberger von Ultra Deutschland 3. Schön, dass er da ist. Und hier Urberg. Seth Wiesbacher, 32 Stunden hat er bereits am Konto. Unser Lauf vor dem unterrechtlichen Sieger des chinesischen Mauermarathons vor einigen Jahren. Aber Respekt auch vor Hans Lindisch. Naturfreunde, das hält jung, die halten jung hier. 24 Runden bereits hat er abgespult und er schaut noch kein bisschen müde aus. Liebe Freunde, es ist Zeit für Top-Stimmung hier am Marktplatz. Wir haben noch 4 Minuten und jetzt müssen wir uns erzählen hier. Mit ordentlichem Applaus hier begleiten den unteren Ständen. Wir geben hier Bestes. Für den guten Weg für Top-Stimmung, der Transportgeräte Extraklasse am Marktplatz heute am 25. Mai. Gerne mit der Ober. Er kennt, er gibt sein Bestes hier. Sein hier für eine tolle Leistung. Und auf der Wolter 90 hat sich noch einmal gesagt, ich gebe das, ich gebe das Beste. Hier, natürlich die Goldhöls beim 4. Benefizer. Ich bin natürlich auf den Schicken, ich verliere eine Stunde und es sind 58 Minuten. Kann er hier noch eine Runde für seine Mannschaft herausgeben? Spannende Fragen. Jetzt wird es so richtig. Und die Stimmung hier wird angefeuert. Es wird abgequatscht. Es wird noch einmal alles gegeben. Der Mann mit den weißen Handschuhen, Carlo China, 28 Runde und eine blütenweiße Bilanz heute hier beim Benefizdau. Sind schon Helden hier, die hier 2 Stunden alleine unterwegs sind. Er steht hier. Natürlich auch einmal mehr von Carlo Brügge. Die 28 Runden hier. Auch schon einige Zeit. 2 Minuten, liebe Laufsportfreunde, liebe Förderer, Fans und Unterstützer des Benefizdaus. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit wieder vergangen ist. Das denke ich jetzt auch, die sind nicht mehr dabei. Und der Kopf von mir, einmal mehr, auf meine letzte Runde. Bitte nicht vergessen, auf meine letzte Runde. Die angefangene Runde.